Funkmast, Handy. Handy, Funkmast. Und wir dazwischen mit dem Mobiltelefon am Ohr, aber wer weiß schon genau, wie stark das eigene Gerät strahlt. Kennen Sie den SAR-Wert von Ihrem Telefon? Nee, noch nie gehört. Kennen Sie Ihren SAR-Wert? Ich? Nee, tatsächlich nicht. Wissen Sie überhaupt, worum es geht? Nö. Handystrahlung. Ah, okay. Thema Handystrahlung. Beim Kauf des letzten Mobiltelefons, hast du da drauf geachtet? Muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht. SAR-Wert sagt dir wahrscheinlich dann auch nichts. In der Tat nicht. Die spezifische Absorptionsrate, kurz SAR, beschreibt, wie viel Strahlung ein Mobiltelefon an seinen Nutzer abgibt. Der Grenzwert in Europa wird vom Bundesamt für Strahlenschutz überwacht. Er liegt bei 2 Watt pro Kilogramm, erklärt mir Gunde Ziegelberger vom Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder. Das ist der Maximalwert, der immer dann ausgenutzt wird, wenn man eine schlechte Verbindung zur nächstgelegenen Basisstation hat. Also wenn die zum Beispiel weit entfernt ist oder man im Keller, Tiefgarage telefoniert, dann kann sein, dass das Handy unter maximaler Sendeleistung arbeiten muss. Wie hoch genau die Werte sind, verrät mir die BFS-Homepage. Hier sind alle gängigen Geräte gelistet, auch die mit hohen SAR-Werten, die bei schlechtem Empfang schnell an ihre Grenzen stoßen. Der Unterschied ist groß. Also der kann ein Faktor 1000 oder sogar 10.000 sein. Und das macht dann halt schon in Anbetracht der Energie, die in ihrem Kopf aufgenommen wird, einen großen Unterschied aus. Wenn wir draußen telefonieren, sind wir weit von den Maximalwerten entfernt. In geschlossenen Räumen, im Auto oder in der Straßenbahn, da arbeitet das Telefon oft mit maximaler Leistung. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, das Handy nicht direkt am Kopf zu halten, wenn Sie telefonieren, sondern mit Freisprechanlage oder Headset zu telefonieren, um das Handy einfach, jeder Zentimeter bringt da viel, weil die Sendeleistung mit dem Abstand sehr rasch abnimmt. Wie telefonieren Sie? Haben Sie das Telefon überhaupt am Ohr oder nutzen Sie Freisprecher? Kommt eigentlich immer drauf an, aber eigentlich habe ich es am Ohr, ja. Ich habe das Telefon immer am Ohr. Ganz normal mit Handy am Ohr. Da ist also noch viel Luft, besonders bei Telefonen, die den SAR-Grenzwert voll ausreizen.